Uetsch für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen. Der Energie- und Klimafonds ist eine absolute Fehlkonstruktion. Er trocknet aus. 2 Milliarden Euro sollten eigentlich aus dem Zertifikatehandel fließen. Und Experten erwarten jetzt nicht einmal die Hälfte. Ich sage Ihnen, die Konstrukteure dieses Fonds waren ideologisch verblendet. Sie haben sich leichtgläubig auf einen Markt verlassen, der nicht funktioniert, sondern versagt hat. Und jetzt reiben sich die marktgläubigen Politiker verwundert die Augen und sagen, lasst uns doch noch ein bisschen warten. Ich glaube, jede Stunde Wartens ist eine zu viel, meine Damen und Herren. Und es war ein schwerer Fehler, dass sich die Bundesregierung beim Klimaschutz von den stark schwankenden Zertifikatepreisen abhängig gemacht hat. Wer sich nämlich nur auf den Markt verlässt und keine anderen Ideen hat, der ist verlassen, meine Damen und Herren. Der zweite Konstruktionsfehler ist schon am Namen des Fonds erkennbar. Wir brauchen nämlich einen Energie-, Klima- und Sozialfonds. Wenn wir unser Leben auf eine völlig neue Energiebasis stellen wollen, dann planen wir nämlich nicht nur eine Wende, sondern wirklich eine energetische Revolution. Und wir als Linke wollen verhindern, dass Menschen unter die Räder kommen, die schon heute nicht genügend Geld zum Leben haben. Nehmen Sie nur die Rentner. Im Osten haben die Rentner in den letzten 12 Jahren 22% an Kaufkraft verloren. Im Westen haben die Rentner 17%, aber auch das ist viel, an Kaufkraft verloren. Und wenn Sie dann noch die Kosten der Energierevolution auf die Schultern der einfachen Steuerzahler abladen wollen, dann, meine Damen und Herren, produzieren Sie sozialen Sprengstoff, und das ist unverantwortlich. Die beiden zuständigen Minister Altmaier und Rösler sind ja nun nicht dafür bekannt, dass sie diese energetische Revolution sozial gestalten wollen. Sozial gerechte Politik ist ja für die Koalition ein Fremdwort. Sie schwanken höchstens zwischen unterschiedlichen Lobbyinteressen. Doch, meine Damen und Herren, wer Umweltpolitik ohne Sozialpolitik denkt, der wird scheitern. Und Sie müssen einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass sich die Strompreise in den letzten 12 Jahren verdoppelt haben. Und das hat, wenn man genau hinschaut, ganz wenig mit der Energieumlage zu tun. Die Wahrheit ist, die Gewinne der Stromkonzerne sind explodiert. Das muss endlich ein Ende haben. Wir brauchen wieder eine staatliche Strompreisaufsicht, meine Damen und Herren. Und wir wollen, dass ein Energie- und Klimafonds vom chaotischen Marktschwankungen entkoppelt wird. Dieser Schattenhaushalt muss aufgelöst und in den Bundeshaushalt überführt werden. Und insofern unterstützen wir auch diese Position in dem Antrag der Kollegen von der SPD. Meine Damen und Herren, wir wollen Transparenz und finanzielle Solidität. Dafür ist diese Koalition, die hier regiert, aber nicht bekannt. Sie lieben offensichtlich Schattenhaushalte und fürchten Transparenz wie der Teufel das Weihwasser. Meine Damen und Herren, wir als Linke wollen die energetische Revolution sozial gestalten. Wir wollen einen Strompreisstopp. Wir wollen die Selbstbedienungsmentalität der Stromkonzerne beenden. Wir brauchen endlich wieder staatlich genehmigte Strompreise. Und aus diesem Energie-, Klima- und Sozialfonds wollen wir eine Abwrackprämie für Stromfresser in privaten Haushalten finanzieren. Wir glauben, dass es eine gute Idee ist, 200 Euro Zuschuss für den Ersatz von 10 Jahre alten Geräten zu geben. Das würde nämlich den privaten Stromverbrauch auch spürbar senken. Und wir brauchen auch mehr Geld, meine Damen und Herren, für Gebäudesanierungen, die auch finanzierbar sind. Und da reichen 1,5 Milliarden Euro nicht aus. 5 Milliarden sind realistisch. Und als Haushälterin habe ich natürlich auch belastbare Deckungsvorschläge. Diese Bundesregierung subventioniert stromfressende Industrien mit 16 Milliarden Euro. Und ich bin davon überzeugt, dass man diese Subvention ohne einen einzigen Arbeitsplatz zu gefährden schrittweise abbauen kann. Zum Schluss, meine Damen und Herren, am besten ist es, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Energiefrage in die eigene Hand nehmen. Hier in meiner Heimatstadt Berlin läuft im Augenblick ein Volksbegehren zur Erschaffung eines kommunalen Energieunternehmens für erneuerbare Energien.
Und ich glaube, das ist eine hervorragende Idee. Und ich schlage allen Berlinerinnen und Berlinern vor, sich diesem Volksbegehren anzuschließen. Wer noch nicht unterschrieben hat, sollte es tun. Man findet es im Internet unter www.energietisch.net. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Sven Kindler.